Der Schritt fiel Andreas Handlos sichtlich nicht leicht. Dass Handlos als Kapfenberger Stadtrat und ÖVP-Chef seinen Hut nimmt, hat seine Gründe. Naja, der Grund war eigentlich, dass wir parteiintern Differenzen gehabt haben. Und ja, schon länger, eigentlich seit einem Jahr jetzt, da immer wieder Querelen gegeben hat. Und ganz einfach, ich eigentlich jetzt in letzter Zeit die Freude auch ein bisschen verloren habe dran, weil mein Ansatz war eigentlich immer das, dass ich mir die Leute ein bisschen aussuche mit dem, was ich gerne arbeite. Die innere Zerrissenheit der ÖVP Kapfenberg habe seit einem Jahr die Arbeit sehr erschwert. Der Auslöser zum Rücktritt hat demnach auch mit innerparteilichen Unstimmigkeiten zu tun. Der Auslöser war eigentlich der, dass eine Nachbesetzung in einer Gemeinderätin gegangen ist, wo meiner Meinung nach unbedingt eine Frau nachfolgen hätte sollen. Und das ist mir dann nicht gelungen. Und auf das hin eigentlich, man immer wieder versucht hat, ja, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, man will mich wegkommen. Dieser interne Konflikt bewog Anfang Mai auch die VB-Gemeinderäte Harald Frager, Josef Adam und Kurt Url dazu, ihre Mandate ruhen zu stellen. Und weil Christoph Trippel kurz zuvor sein Mandat zurückgelegt hatte, stand Handlos praktisch alleine da. Ja, das ist ja eine spannende Geschichte. Das war ja jetzt der letzte I-Punkt noch drauf, dass man sie beurlauben, drei Gemeinderäte haben sie beurlauben lassen, sind damit in die Öffentlichkeit gegangen und ich glaube, dass das der ÖVP Kapfenberg schadet. Und das war eigentlich jetzt eigentlich wirklich der auslösende Punkt, dass ich mit 31. Mai aufhöre. Beim Stadtparteitag am 11. Juni wird voraussichtlich Kurt Url für die Nachfolge von Handlos kandidieren. ÖVP-Bezirkssekretär Franz Reithofer hat keine Freude, dass ein Jahr vor der Gemeinderatswahl ein völlig neues Team formiert werden muss. Zu seiner Zukunft meint Handlos noch: Eine schlechte Ausschließung, also unter diesen Voraussetzungen in der ÖVP Kapfenberg, glaube ich, kann ich nicht arbeiten. Aber ich habe ja genug Arbeit daheim einmal, das ist einmal die Landwirtschaft, meine eigene Landwirtschaft, wo sicher viel Arbeit liegen geblieben ist. Dann ich bin früher einmal viel Berg gegangen, das geht mir eigentlich schon sehr an und auf das freue ich mich. Und ich glaube auch, dass ich auch in der bayerlichen Interessensvertretung, politische Vertretung, wie in Zukunft auch sicher tätig sein. Einen Neubeginn kann man auch als Chance sehen. Und die ÖVP Kapfenberg wird alles tun, um ein gutes Team für die Zukunft aufzustellen.